brauchst du natürlich nicht sagen, wo du hindrücken musst, damit der Hubschrauber wohin geht. Ja, ja. Aber wir fliegen jetzt einfach mal geradeaus hier raus und dann da links hoch in Richtung Rottachspeicher und dahinter haben wir dann viel Platz zum Spielen. Okay, und dann können wir als nächstes einfach nochmal eine scharfe Rechtskurve einleiten. Kleines Stückchen mehr in Richtung Flossener Schwanstein, genau, so passt es wunderbar. Bravo. Nordspitze, Rottachspeicher zur Landung auf die 35 4000. Kilo Bravo. Und und dabei nicht vergessen, mehr rechtes Pedal, genau. Ja. Nase ein bisschen nach oben nehmen, jetzt kann ich die Geschwindigkeit auch etwas reduzieren. Genau, dabei weiter die Leistung runternehmen. Genau, so sind wir jetzt in dem guten Setup. Nicht weiter runter die Leistung, so passt wunderbar, ja. Siehst du, passt perfekt. Nicht. Jetzt wieder ein bisschen runter. Jetzt bringt ein bisschen Pitch dazu. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, jawohl. Und dabei natürlich den Stick dann nach vorne drücken, das ist ja klar. Weißt du, wenn du am Pitch ziehst, nimmt er die Nase hoch, muss nachdrücken. Okay. Und linkes Pedal hast du intuitiv mitgegeben, das ist schon mal gut. Okay, und jetzt probier mal nur mit der rechten Hand, den Rest mache ich zum Spaß erstmal für dich, den auf der Stelle zu halten hier. Probieren einfach mit den Pedalen einen kurzen Kreis zu machen, also einmal nach links, so 90 Grad versuchen dich zu drehen. Genau. Stopp. Und nach rechts. 90 Grad, ich wollte schon 360 Grad. Also du merkst, Pedale ist relativ einfach, ne? Hast gleich raus. Ja, das... Der Rest ist so spannend. Okay, halt mal mit der Nase gerade da drüben in Richtung Café. Oh ja, gut, wir können uns auch 90 Grad zu dem Flieger hinstellen, das passt. Jawohl, bisschen, also mehr nach rechts, mehr nach rechts. Mehr, mehr, mehr. So, dass wir hier also in einer Reihe stehen. Okay, jetzt können wir uns hinsetzen, passt perfekt.